So, liebe Freunde, wenn ich so sag, dann wisst ihr wieder, dass es soweit ist. Ja, es ist die WM-Zeit, also gibt's wieder Chris, das WM, der WM-Tagesrückblick. Und ja, jetzt muss ich mal erst Musik hier anmachen. Schön, denn die WM fängt ja an, da muss man auch Fußballmusik laufen lassen, ist ja klar. It's coming home, wir kennen es alles, 96 damals. Stefan Kunz 1-1 gegen England, Elfmeter schießen, zack, wir gewinnen. Wunderbar war das. Da war ja die EM in England, aber jetzt ist die WM in Südafrika. Und ich hier mitten in der Nacht trinke erstmal auf euch alle einen Kölsch. Eigentlich mag ich keinen Kölsch, aber hat mir jemand mitgebracht. Reisdorf-Kölsch. Kann man trinken wie Limo so ein bisschen, ne? Ja, also morgen fängt die WM an. Südafrika gegen Mexiko. Ja, aber vorher, heute, gestern Nacht, war hier KLN-Superspiel, ne? Bier, erste Abendspiel überhaupt. In der Historie der Kleinfeldliga Niederrhein in Flüen mit unseren Youngstern, ne? Fast wie Deutschen, ne? So ähnlich Marco Marin und Mesut Özil, da haben wir da unsere 17-Jährigen aufgeschickt. Ne? Ja, Darius, Marcel, Dennis, ne, da können die Deutschen nicht mithalten mit ihren Bubis da. Ne? Was soll ich sagen, ist 3-3 ausgegangen. Weltklasse-Tor in der 90. Minute durch Eddie Veselovic, aber war auch mehr ein Verzweiflungsschuss. Ne? Erste Halbzeit super, zweite Halbzeit auch gut, generell super Spiel, fair und ja, da muss die WM erstmal jetzt da gucken, dass sie da mitkommen. Ne? Ja, die Deutschen spielen ja nach dem Serbien-Spiel am Sonntag schon gegen unsere Freunde aus Australien und wir erwarten uns einige schöne Spielzüge mit Pipapo und ich glaube, das Endergebnis wird sein, weiß ich nicht. Ich lasse mich überraschen von der Frisur von Jürgen Löw, ob er wieder so den gleichen Pony hat wie immer. Und ob der Klose da tatsächlich jetzt den Rekord von Gerd Müller bricht, schon im ersten Spiel direkt. 5 Tore hat er Ruhe. Ne? Mit dem ganzen Klose oder Kakao oder Poldi. Ne? Und der Neuer, ne? Ja, der wird zeigen, was ein neuer Torwart heißt. Ne? So, jetzt, wie gesagt, die WM fängt an. Ich habe auch diesmal einen Stargast dabei, der Lukas. Der wollte mir ab und zu mal helfen hier. Ne? Ich rauche jetzt mal eine und dann lass mal die WM mal beginnen. Ne? Könnt auch gut singen, wenn ihr wollt. Football is coming home. Aschenbecher nicht vergessen. Ist ja eigentlich ein Lied für Engländer, ne? Wir sind ja eigentlich auch dran jetzt mal mit der WM, jetzt mal ernsthaft. Inter gewinnt die Champions League nach 55 gefühlten 1000 Jahren. Spanien wurde Europameister, obwohl man auch gedacht hat, die gewinnen eh nie was. Und jetzt wäre eigentlich mal England dran. Ne? Keiner traut es denen zu, weil die denken, die Engländer schaffen es eh nicht. Also mein Tipp ist England. Ne? Deutschen Tom Schulz Viertelfinale und scheiden dann mal nach Elfmeterschießen aus. So, machen wir mal hier Schluss. Jiffy Qualm.